Der Veranstaltung heute heißt nicht nur Kritik des Antisemitismus, sondern Kritik des Antisemitismus / kritische Theorie des Zionismus. Und da es so ist, dass Sie über die Ausführungen der kritischen Theorie zum Antisemitismus auch schon einiges gehört haben in den bisherigen Veranstaltungen, würde ich gerne auf den zweiten Teil, der in der offiziellen Ankündigung leider gar nicht vorkam, tatsächlich den Schwerpunkt legen. Ich werde also hinsichtlich der Antisemitismuskritik der kritischen Theorie nur einen Aspekt rausgreifen. Insgesamt würde ich gerne drei Dinge probieren. Als erstes würde ich Ihnen gerne versuchen, etwas über die ökonomiekritischen Aspekte in der kritischen Theorie des Antisemitismus nahezubringen. Sie haben ja, soweit ich informiert bin, beim Kollegen Gerhard Scheidt und insbesondere bei Lili Radonitsch und Irina Jasmi schon eine ganze Menge gehört über den autoritären Charakter, über die psychoanalytischen Elemente und Aspekte in der Antisemitismuskritik der kritischen Theorie. Und deswegen würde ich mich also gerne eingangs auf diese ökonomiekritischen Aspekte in der Antisemitismuskritik der kritischen Theorie konzentrieren. Als zweites möchte ich Ihnen gerne quasi als Überleitung zu einer kritischen Theorie des Zionismus etwas über den Antizionismus erzählen, nämlich den Antizionismus als eine Art geopolitischer Reproduktion des Antisemitismus. Und als drittes dann, tatsächlich als Hauptteil der heutigen Vorlesung, würde ich gern versuchen, Ihnen etwas über das Verhältnis von kritischer Theorie zum Zionismus darzulegen. Das ist natürlich kein Zufall, dass ich in einer Vorlesung über kritische Theorie des Antisemitismus auch über den Zionismus rede. Bekanntlich ist der Zionismus eine der wichtigsten Reaktionen, eine der wichtigsten Antworten auf eben genau diesen Antisemitismus, mit dem sich auch die kritische Theorie lang und breit auseinandergesetzt hat. Das Ganze ist natürlich ein Riesenthema. Ich werde dementsprechend viele Punkte einfach nur anreißen können, Ihnen ein paar Stichworte geben. Und ich werde auch versuchen, das auf ungefähr 45 Minuten zu beschränken, sodass wir relativ viel Zeit für Diskussionen und Nachfragen haben. Mir ist auch bewusst, dass gerade der letzte Teil ganz sicher ein sehr kontroverses Thema darstellt, wo es ganz sicher diesen Diskussionsbedarf gibt. Aber dafür sind wir hier zusammengekommen, um diesen Diskussionsbedarf auch zu stillen. Ansonsten habe ich schon gesagt, ich kann einige Punkte nur anreißen. Ich verweise Sie gleich eingangs auf weiterführende Literatur. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auf der offiziellen Seite zu dieser Homepage schon angekündigt ist. Ich habe Ihnen ansonsten hier die Adresse von meiner persönlichen Universitäts-Homepage hingeschrieben. Dort finden Sie speziell zu dieser Vorlesung heute, also nicht zur gesamten kritischen Theorievorlesung, sondern zu dieser Einheit Kritik des Antisemitismus, kritische Theorie des Zionismus, eine kleine Literaturliste mit ungefähr 12 Titeln von Literatur, die ich nachdrücklich empfehlen kann, die sowohl die unterschiedlichen Aspekte einer kritischen Theorie des Antisemitismus nochmal zusammenfasst, aber sich eben auch mit dieser Frage des Verhältnisses von kritischer Theorie und Zionismus beschäftigt. Dort können Sie also Ihren weitergehenden Wissensdurst jederzeit stillen, wenn Sie sich diese entsprechende Literatur beschaffen. Ein paar von den Büchern, an denen ich selber in irgendeiner Art und Weise beteiligt war, die dort angeführt ist, habe ich hier auch mitgebracht. Wenn Sie wollen, können Sie nachher einen Blick reinwerfen. Und wenn Sie möchten, können Sie das auch verbilligt bei mir erwerben. So viel dazu. Zunächst also ein paar Gedanken, ein paar Stichworte, viel mehr kann es hier tatsächlich nicht sein, zu den ökonomiekritischen Aspekten der Antisemitismuskritik, der kritischen Theorie, also insbesondere von Adorno und Horkheimer. Als wichtigster Text der kritischen Theorie zum Antisemitismus können ganz sicher die Elemente des Antisemitismus gezählt werden, also jener berühmte Teil aus der Dialektik der Aufklärung, die Adorno und Horkheimer gemeinsam verfasst haben und die 1944 erstmals erschienen ist und später dann ab den 60er Jahren im deutschsprachigen Raum relativ breit rezipiert worden ist. Aber bereits 1939 hat Max Horkheimer eine der zentralen Thesen zur Kritik des Antisemitismus, die dann in den Elementen des Antisemitismus wieder aufgegriffen wird, formuliert. Und er hat auch bereits 1939 seine explizite Orientierung an der marxischen Ökonomiekritik dokumentiert. Und ich denke, das ist heute sehr wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass nicht nur die kritische Theorie des Antisemitismus, wie sie von Leuten wie Adorno und Horkheimer formuliert wurde, sondern die kritische Theorie insgesamt sich ganz explizit und bewusst auf die marxische Kritik bezieht.
Wenn Sie sich Neuerscheinungen zur kritischen Theorie aus den letzten 10, 20 Jahren anschauen, werden Sie merken, dass das in vielen dieser Publikationen völlig unter den Tisch fällt, man die kritische Theorie vor allem für ihre Kulturkritik schätzt und ansonsten aber irgendwie für überholt hält. Diese unmittelbare Bezugnahme auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie ist dort kaum ein Thema, und umso mehr möchte ich, um da sozusagen einen Kontrapunkt zu setzen, genau das besonders stark betonen. In seinem Aufsatz von 1939, der den Titel trägt »Die Juden und Europa«, geht Horkheimer davon aus, dass es zur Erklärung des modernen Antisemitismus, des, wie er formuliert, des Rückgangs auf die Tendenzen des Kapitals bedarf. Der Nationalsozialismus sei Ausdruck einer unter der Herrschaft des Werts stehenden Gesellschaft, wobei Wert hier eben immer im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie von Marx gemeint ist, nicht irgendwie im Sinne von Werten und Normen oder so etwas. Der Nationalsozialismus fixiere die vom Wertgesetz in die Welt gesetzten Unterschiede, dieselbe Rationalität, die in der alltäglichen kapitalistischen Konkurrenz unterlegen ins Elend stürzt, also die Durchsetzung dieses Wertgesetzes, die verursache letztlich die Ausgrenzung und Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. Weil man sich immer in Erinnerung rufen muss, das ist 1939 publiziert worden, also noch vor der Shoah. Lange war ein Großteil der europäischen Juden in die Sphäre der Zirkulation gepresst. Also ich weiß nicht, inwieweit Ihnen das vertraut ist. In der marxischen Kritik der politischen Ökonomie wird grob gesagt der Gesamtprozess der Produktion unterteilt in eine Sphäre der Produktion, eine der Zirkulation. Zirkulation ist also der Bereich des Handels, der Banken, heute würde man vielleicht sagen des Finanzkapitals. Jener Bereich, der nach Marx, da komme ich dann nachher gleich nochmal drauf zurück, keinen Mehrwert schafft, sondern nur für die Zirkulation des Gesamtprozesses notwendig ist. In diese Sphäre war also ein Großteil der europäischen Juden lange Zeit gepresst, was sie nach Horkheimer einerseits zum Objekt des Hasses stempelte, sie andererseits aber in gewisser Weise auch als unentbehrlich erscheinen ließ. Horkheimer konstatiert nun 1939 für den modernen Kapitalismus, dass diese Zirkulationssphäre aufgrund der geänderten Wirtschaftsstruktur ihre ökonomische Bedeutung verliere. Das ist, das kann ich hier nur kurz anmerken, eine sehr umstrittene These, ob das tatsächlich stimmt, aber ich versuche Ihnen das einfach erstmal zu referieren. Dadurch würden die Juden als Agenten dieser Sphäre entmachtet. Ihrer ihnen von der Gesellschaft zunächst zugedachten Funktion beraubt, seien sie dem Antisemitismus nun also voll ausgeliefert. Als Exekutoren einer für den Gesamtprozess der Produktion notwendigen Sphäre überflüssig geworden, könne sie nun nur mehr die Revolution, also die allgemein menschliche Emanzipation, das Heraustreten der Menschen aus ihrer Naturgeschichte retten. Hier sehen Sie gleich einen deutlichen Unterschied in der kritischen Theorie, wie sie vor, also sozusagen der vorfaschistischen kritischen Theorie oder zumindest der kritischen Theorie vor dem Holocaust, vor der Shoah, wo auch jemand wie Horkheimer noch ganz explizit auf eine revolutionäre Überwindung der kapitalistischen Grundlage der Gesellschaft zielt und das als einzige Möglichkeit postuliert, wie man den Antisemitismus letzten Endes bekämpfen kann. Das wird nach 1945 bei Adorno und Horkheimer sich deutlich ändern. Nicht, dass sie diese prinzipielle Orientierung aufgegeben hätten, aber in Reflexion auf die Katastrophe, in Reflexion auf die stattgefunden habende Massenvernichtung haben sich Adorno und Horkheimer später sehr viel skeptischer gegenüber dieser Möglichkeit geäußert. Auch darauf werde ich nachher nochmal zurückkommen. In der Dialektik der Aufklärung, in diesen Elementen des Antisemitismus, versuchen Horkheimer und Adorno dann, eine Annäherung an das Phänomen des Antisemitismus zu liefern, bei der sie auf die Grenzen der Möglichkeit seiner Überwindung hinweisen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Voraussetzung für eine eventuell dennoch mögliche Durchbrechung genau dieser Grenzen. Der Untertitel dieses Abschnittes, Elemente des Antisemitismus, heißt dementsprechend auch ganz programmatisch Grenzen der Aufklärung. Adorno und Horkheimer beginnen diese Elemente des Antisemitismus mit Überlegungen zum Bild der Juden in der nationalsozialistischen Ideologie. Und das zeigt gleich, diese kritische Theorie des Antisemitismus nimmt diese Ideologie des Nationalsozialismus ernst. Sie versucht also sehr genau zu schauen, was ist tatsächlich das Bild, was die Nazis sich von den Juden und vom Judentum machen. Und dort stellen sie fest, dass für die Nazis Juden und Jüdinnen eben nicht eine Minderheit unter vielen anderen ist, die also auch in dem gleichen Ausmaß und mit den gleichen Mitteln bekämpft werden müsste wie andere Minderheiten.
Vielmehr erscheinen sie in der nationalsozialistischen Ideologie und Praxis als, wie Adorno und Horkheimer schreiben, Gegenrasse, als